Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft Last Man Standing. Wir sind gerade dabei, uns mehr Nahrung ranzuschaffen, beziehungsweise haben gerade unsere Felder mal bewässert und hoffen, dass das was bringt. Und gucken so jetzt ein bisschen im Wald. Hier findet man bestimmt irgendwas zu essen. Wenn es nicht irgendwelche giftigen Pilze sind. Na, Zuckerrohr nehmen wir auf jeden Fall mit. Das kann man immer gebrauchen. Oh, vielleicht hier so ein schönes Rehschnitzel. Verdammt, es lässt kein Schnitzel fallen. Verdammt. Also, irgendwie haben wir das Problem, dass wir uns nur noch um Essen kümmern aktuell. Naja, das wird sich hoffentlich bald legen. Hoffentlich sogar ziemlich bald. Die kleinen Kätzchen scheint es hier zu gefallen. Ach ja. Auf jeden Fall kriegen wir genug Setzlinge für unsere Kohlefarm. Nein.
Oh, es ist schon wieder dunkel, also. Rein theoretisch gleich wieder Schlafenszeit. Wir verhungern zwar weiterhin, aber jetzt sind wir wenigstens ausgeschlafen. Das gibt ja richtig viel. Oh, und das vergiftet uns. Ja, GG. Oh, aber gibt Feuerresistenz. Wenigstens etwas. Oh. Dann sammeln wir erstmal weiter in Erdbeeren. Und sollten unseren Mixer mitnehmen. Aber was mich jetzt interessiert, macht das was aus, wenn wir... die Felder nochmal pflügen? Oh. Ja, ja. Okay. Ja, das kann so irgendwie nichts werden, wenn wir die Karotten einfach so in den Boden stecken. Ja, dann brauchen wir kein Wasser, sondern die Hacke hätten wir gebraucht. Ja, geil. Sowas nennt sich Minecraft-Profi. Oder Profi-Crafter. Aber hey, so mache ich das immer mit den Karotten. Folge 600, warum ist immer noch nichts gewachsen?
Also nebenbei dann nochmal einen schönen Erdbeersaft reinhauen. So, vielleicht wächst jetzt auch noch mal unser Essen. Ich könnte es mir zumindest sehr gut vorstellen, dass es jetzt wächst. Ja, definitiv. Hm. Oh Gott. Ja gut, unser Essensproblem hat sich jetzt gerade eben erledigt, wahrscheinlich. Ich bin gerade ernsthaft am Überlegen, wenn diese Folge vorbei ist, mich erstmal ein paar Minuten auf Kauf und Server hinzustellen, damit wir genug zu essen haben. Ich glaube, das ist eine sehr gute Idee. Weil das bringt so nichts, die ganze Zeit hier vereinzelte Erdbeeren aufzusammeln. Ach ja, sowas kann auch nur mir passieren. So, dann schmeißen wir hier nochmal Toast rein, damit das schön durchgebraten wird. Und dann würde ich sagen, ich warte ab, bis das Jahr alles gewachsen ist. Stelle mich so lange auf Kaufen-Server hin. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Part.